Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Buckingham Palace. Ich hoffe zumindest, dass wir da sind. So hat es sich zumindest angefühlt. Es sah auf dem Hof draußen so danach aus. Ja, und wir sollen hier nach Vorräten und Waffen suchen. Und hier haben wir auch wieder so einen Verteiler, das heißt, wir werden gleich hoffentlich die Karte aktualisiert bekommen. Ja. Schwer zu erkennen, was da drauf ist. Okay, Zeugs zum Verbarrikadieren. Gold und Juwelen sind nun einen Scheiß wert. Kugeln sind jetzt Edelmetalle. Ich verstehe. Ach, wir sollen immer noch die Tore erreichen. Na gut, aber wir sind ja schon mal drin. Und wir haben kein Wetterwechselgeschoss. Infizierte, aber die bewegen sich nicht. Wenn sie sich nicht bewegen, na, ich glaube, dann machen die auch nichts. Außerdem haben wir noch Tiere und ich glaube, auch Tiere werden uns nicht großartig angreifen. Oh, hallo! Da! Geht's besser jetzt? Sind sie weg, die Kopfschmerzen? Ich hoffe ja. Jetzt sind auf einmal Objekte. Nicht so einer schon wieder. Ach so, wenn wir näher dran sind, dann brauchen wir nur einen Schlag. Sehe ich das richtig? Tote Ratten, was machen wir denn damit? Nahrung zu suchen ist eine gute Idee. Aber räum mir nicht die Ohren voll, wenn dir schlecht wird. Oder Schlimmeres. Tierfleisch. Heilendes Objekt. Mittel. Warnung. Kann verdorben sein. Durch den Verzehr kann die Lebensenergie aufgefüllt werden. Ist es allerdings verdorben, verliert man etwas Leben. Wie? Ich dachte, mit den Ratten könnten wir werfen. Mit den Toten. Das sind nur Vögel, die wir da gescannt haben vorhin. Da fliegen sie. Sieh dir die armen Schweine an. Sind hierher geströmt, weil sie dachten, die Royals würden sie schützen. Aber das Establishment kümmert sich nur um sich selbst. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Vergiss das nicht. Es klappt nicht mit dem näher dran sein und zuschlagen. Die kann aber schnell kriechen da unten, ohne Beine. Wie macht sie das? Da! Ja, doch ein bisschen habe ich den Eindruck, wenn die näher dran sind.
ist man dann so ein bisschen schneller den Kopf hat. Wir sind schon wieder voll. Aber das Gute ist, diesmal sind wir auch verletzt. Das heißt, wir können etwas Saft trinken oder eine tote Ratte essen. Haben wir 5 Gewehre hier? Das gibt's doch gar nicht. Das sind 5 Schuss. Ja, es sind wahrscheinlich nur 5 Schuss. Sollen wir das jetzt schon hin? Naja, was sollen wir sonst machen damit? Bei Regen bringen doch diese Molotow-Cocktails nicht. Oh. Eine Tüte. Ja, so sicher. Wir haben uns gerade geheilt. Das wusste ich doch nicht, dass du da um die Ecke stehst. Der hat so einen großen Kopf. Der macht mich ganz nervös. Da. Was? Entschuldigung, aber da habe ich mich jetzt wirklich erschreckt von ihm. Eine Patrone hat er wenigstens dabei gehabt. Juhu! Super. Was war das? Feuerkraft aufwärts. Ah, eine Modifikation. Sehr schön. Der ist leer, der hat... Ja, modifizieren können wir aber an der Werkbank wohl nur. Sollen wir die Ratten nicht wegwerfen? Was haben wir denn jetzt weggeworfen? Das war irgendwas Gutes. Ja, erst auswählen, dann werfen. Aber eine würde ich ganz gerne mal probieren. Mal gucken, vielleicht können die ja viel. Vielleicht können die ja richtig was. Ja, wir gucken trotzdem hier nach, denn dann verschwinden die Dreiecke, die roten. Naja, der kann nicht geplündert werden. Ja, gut, das ist schon gut. Was war das für einer? Ein normaler. Was hat der denn für einen Kopf? Oh nein! Da! Haha, das war ein Helm. Okay. Da! Oh nein. Da! Was? So was kann der oder waren wir das jetzt? Der hält das aus. Oh. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber das waren noch schon mindestens 20 Schläge. Und auf den Kopf drauf. Sollen wir ihn mal blenden? Das macht ihn nur wütend. Ja, nun schrei doch nicht so. Er hatte gar nichts dabei. Wo ist sein Helm? Können wir den nicht aufsetzen? Nein. Der Beweis, der klebt bestimmt noch das halbe Hirn drin. Von ihm ja nicht schlimm. Dann hätten wir wenigstens auch mal eins. Im Helm. Das hat gepasst. Na wunderbar. Ach, das kann mir doch. Das gibt's doch gar nicht. Dass hier die ganzen Zelte und alles sind und wir finden nichts da drin.
Ha! Unser Bonus! Cool! DHL? Sieht so aus. Na, wir müssen vorsichtig sein, denn das war schon ein bisschen übermütig, was wir da gerade gemacht haben, finde ich. Das hätte auch gut ins Auge gehen können. Und nun? Ach, man kann hier rüber. Der immer noch. Jetzt wird er uns immer vor das Radar laufen. Ach, guck an. Von der anderen Seite kommen wir hier rein. Dachte ich. Moment. Hier rüber. Da runter. Und hier durch. Geht nicht. Es geht hier nicht durch. Na gut. Dann gucken wir noch mal hier um die Ecke. Nichts hier. Das ist ja kaum zu glauben. Warum sind wir denn dann darüber geklettert? Hätten wir gar nicht gemusst hier. Hätte man vorbeigehen können. Ich habe keinen Bonus gesehen jetzt leider. Abgeschlossen, was? Macht nichts. Du musst das Schloss knacken. Finde ein Werkzeug. Ich dachte schon, hier steht wieder so einer drin. Ja, aber das ist doch, jetzt haben wir doch genug getötet. Ich glaube, so schnell wird uns doch da keiner mehr überraschen. Ih, der brennt. Deswegen hat er gebrannt. Der hat bestimmt ein bisschen gezündelt. Na, wir können viel zu wenig tragen. Das ist viel zu wenig. Auf jeden Fall gibt es da einen Bruder. Sieh mal aufs Dach. Jemand hat die Fahne falsch rumgehisst. Das ist ein Notsignal. Vielleicht lebt da drin ja noch einer. Ja gut. Da! Ich höre es immer hinter uns tapsen. Das ist nur der Regen. Und der kommt von allen Seiten. Der ist auf allen Seiten. Das sind unsere eigenen Schritte. Geschützmunition, na gut. Halt. Erst umgucken. Na also, da ist doch schon wieder einer. Ja,
zu spät. Das wäre sowieso viel zu laut. Das würde ja alle im Umkreis anlocken. Magst du Feuer? Na, der läuft da nicht rein. Wieso hat der eine gebrannt vorhin? Naja, wegen der Molotov-Cocktails. Eins. Zwei. Drei. Da fliegt beim dritten schon der Helm ab, okay? Vier. Wie viele Schläge brauchen wir? Sechs. Zehn. Acht und. Ja, komm schon. Neun. Okay, zehn. Ja, so 20 Schläge werden es sein. Elf. Und 12 Schläge. Auf den Kopf. 13. Und 14. Vorbei! Nein! 13! 14. Und der Gnadenstoß. Ja gut, 15 Schläge. Jetzt haben wir... Trevor hier. Schätze, in der Nähe ist ein Raben unterflogen. Vielleicht findest du da, was du brauchst. Ja, vielleicht haben wir auch so... Ich mag die Ratte nicht essen. Wir sind schon so angeschlagen. Wenn die schlecht ist, die eine Ratte wird doch nicht gut sein. Die hat sogar noch gequetscht. Nur dann war sie aber noch frisch. Ich dachte, der lebt noch. Na, welch ein Glück. Genau das haben wir jetzt gebraucht. So ein Zufall. So, dann möchte ich aber nicht nochmal, dass mir da einer von oben kommt jetzt. Wer steckt denn hier eine tote Ratte rein? Also wirklich. Das ist ja widerlich. Was brauchen wir denn nicht mehr? So ein Molotow-Cocktail? Die Bretter behalten wir, das ist gut. Ach so. Ja, was wollen wir die Ratte mitnehmen? Oder was ist. Ach so, da ist noch Munition drin, so viel. Das kann ich nicht schaden. Ach so. Nein, wegstecken können wir das nicht, aber wegwerfen. Du lebst. Du hast keinen Helm. Hättest du mal lieber einen Helm getragen. Da sitzt der rum und sagt nichts die ganze Zeit. Was? Ach, so schnell schon? Game over. Und schon wieder wird uns versprochen, dass hier ein Bonus wäre. Wir brauchen aber einen Dietrich oder so etwas. Jetzt wird uns das in alle Ewigkeit hier blau angezeigt. Weil die Ratte da drin ist. Oh nein. Was für eine Scheiße. Klar, God save the Queen. Aber wie scheint, wollte der Pöbel mit von der Partie sein. Ein vertrautes Symbol. Und eine Schaufel. Nein, Moment. Das ist ein Spaten. Nein, das ist eine Schaufel. Oder eine Spaufel vielleicht.
Ach was. Ich dachte, wir haben nur ein Safehouse. Und jetzt? Cool. Oh ja. Wo ist die Kiste? Keine Kiste? Nein. Aber vielleicht können wir ein paar Sachen einfach so hier reinschmeißen. Und vielleicht können wir mal ein bisschen was bauen. Die Feuerkraft können wir erhöhen. Moment, was haben wir denn sonst noch? Bist du sicher, dass du das aufwerten willst? Nein. Ich habe Nein gedrückt. Hoffe ich. Nein. Wo ist denn... Ach so. So geht das. Wo ist denn unser guter Cricket-Schläger? Oh nein. Da haben wir schon drei von diesen Waffen gesammelt? Das kann auch nicht sein. Nein, wir haben nur die beiden hier. Das Gewehr und die Pistole. Ja gut, dann haben wir hier eine Feuerkraft, die wir verbessern können. Die Schussfrequenz, die Streuung, die Kapazität. Ja, okay. Dann wollen wir das verbessern. Die Schussfrequenz, ja. Einmal. Können wir denn sonst noch was machen? Was ist das denn hier? Ach, und die Feuerkraft haben wir jetzt. Ah. Hätten wir vielleicht besser die Streuung reduzieren sollen oder die Kapazität erhöhen. Hätte da nicht stehen können, bist du sicher, dass du das machen willst? Kein Zielfernrohr, na gut. Das ist unser Ziel. Sobald wir einen Schalldämpfer haben, können wir die Waffe auch benutzen. Ansonsten ist es ja Quatsch. Wir locken die ganzen Infizierten dann nur an. Auch wenn man jetzt Tür nichts weglegen kann. Wir schmeißen das einfach hier auf den Boden. Hier so in die Ecke. Das wird schon klappen. Ach so, ja. Das wird schon da bleiben. Das Gewehr brauchen wir doch eigentlich auch nicht, oder? Feuerkraft 134. Und wir haben eine Feuerkraft von 88. Kein Zielfernrohr hier dran. Ach, wir finden da drin noch andere Sachen. Das lassen wir mal schön hier. Ja, das können wir beim nächsten Mal bestimmt hier wieder einsammeln. Das Gewehr sehe ich schon nicht mehr. Ach, das ist dahinter. Okay. Und dann gehen wir hier mal speichern. Was wird hier gelesen? Kann man nicht so gut lesen. Zentrams Travel? Ja, so ähnlich. Es sind, glaube ich, keine Bücher. Das sind wahrscheinlich Videospiele. Sowas haben die da. So eine komische Sprache. Puh, ja. Dann gehen wir schlafen und gucken dann aber nochmal da rein. Also wenigstens reingucken möchte ich ja schon. Komm schon, schwing die Hufe. Du musst in den Buckingham Palace. Nur da gibt es Waffen und Nachschub. Auch wenn dort Infizierte rumlungern.
Spiel nicht mit denen rum. Zieh den Stift und wirf das Scheißding weg. Augen auf, Soldat! Infizierte kommen! Ja, das möchte ich aber jetzt nicht nochmal. Meine Güte.
Meine Güte. Was für ein Gemetzel. Und dieses Gewehr, das kann ja gar nicht so viel. Da muss man ja wirklich warten, bis die nah dran sind. Aber gut, wir gehen jetzt nochmal zurück. Kein Risiko eingehen. Zum Safehouse gehen wir nochmal. Na ja, gut, vielleicht finden wir hier auch noch was. Ja, die Leichen, die wurden schon alle von den Ratten weggeschleppt hier. Eieiei. Ja, holla, das war aber mal was. Wir wollten ja zum Tor vordringen, aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge dann doch. Und ich frage mich, ob wir diese Munition hier, diese Geschützmunition, überhaupt mit uns rumtragen müssen. Wahrscheinlich nicht. Nur ist die Sache folgende, dass wenn man hier in die Ecke sieht, wo wir unsere Sachen doch abgeschmissen haben, nein, sie bleiben nicht liegen, wie das ja meistens auch so ist. Bei den neueren Titeln, da kann man die Sachen auf dem Boden liegen und sie bleiben dann für die Ewigkeit dort gespeichert. Speichern, genau. Wir gehen schlafen. Ich darf mich bedanken an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.